Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Zeta. Wir befinden uns hier in irgendeiner Höhle. In der letzten Folge sind viele Dinge passiert. Guckt sie euch an, falls ihr es verpasst habt. Wir haben gesehen, wie Team Asgard ein legendäres Pokémon fängt und wir haben den ersten Orden bekommen. Und warum schiebe ich den Stein weg? Ich hätte auch einfach aus dem Raum gehen können. Ja gut, warum? Wenn ich auch einfach den Stein zur Seite schieben kann. Was auch immer, okay. Hallo, ich bin Miri, ich versuche durch diese Höhle zu kommen. Hi. Hier gibt es ganz schön viele Pokémon drin, ziemlich viele coole Pokémon vor allem. Da ist noch ein Stein. Sollen wir den auch wegschieben? Oh, Doppelkampf. Yay. Super. Ich würde sagen, wir rennen trotzdem. Ach, das funktioniert ja noch stärker, richtig. Was ist denn das hier? Wo komme ich denn hier hin? Oh, fies, da unten wäre ein Item gewesen. Ah, so. Nein, Pokémon! Ein Dickter, süß! Ja, gewonnen hätte, okay. Ist auch nur Level 12 gewesen, also alles gut. So. Hier gibt es auch keine Trainer in der Höhle, oder? Den Pokéball möchte ich. Ein Superball. Sehr schön. Muss ich mir schon nicht selber kaufen. Es gibt ja echt keine Trainer in der Höhle. Seltsam, seltsam. Noch ein Dickter. Ach, ja gut. Ich muss ja eh trainieren. Also kann ich auch Dickters down machen. Auf Wiedersehen. Ja, das war's für Dickter. Und weiter geht's. Dann gehen wir mal die Leiter hoch und hoffentlich sind wir dann aus der Höhle draußen. Ich hasse nämlich Höhle. Oh, wow. Ich bin tatsächlich draußen. Okay. Das hätte ich nicht gedacht. Da ist einer von Team Asgard. Was? Ich soll meinen Zeh an einem Kleinstein anschlagen? Fies. Fies von ihm. Fies. Das ist fies. Gemein. Nein, fies. Das, wobei fies schon nicht mehr reicht, so fies wie das war. Heilen hätte ich wahrscheinlich nicht brauchen. So, sind wir schon in der nächsten Stadt? Ist das hier schon die Arena? Was stehst du dir davor? Als würde ich dich reinlassen. Team Asgard hat hier wichtige Dinge zu tun. Ach, das ist eine U-Bahn-Station und ich kann auf keinen Fall von Norden her in die U-Bahn-Station reinlaufen, hat er gesagt. Okay. Aber wie komme ich da hin? Oh, guck mal, Taubos mit Tauboga zusammen. Komme ich hier außen? Wer bist du? Hey, Kin! Ich habe dieses Pokémon-Ei hier, siehst du? Wie wäre es, wenn du es mir abnimmst und fragst nicht, warum? Ich beobachte dich. Okay, dann machen wir mal Platz im Inventar und nehmen das Pokémon-Ei mit von dem... Das... Was ist das? Online-Sektor. Ach, okay. Oh nein. Okay. Ja gut. Ich dachte, das wäre eine Arena, aber ohne Schild. Hätte mir das gleich verdächtig vorkommen müssen. So verdächtig wie der Typ, der da hinten in der Ecke steht und Pokémon-Eier verteilt. Bestimmt ist da ein Karpador drin oder sowas. Wen hauen wir denn raus? Dich. Dich hauen wir mal raus. So. Und holen das Pokémon-Ei. Von dem gar nicht unheimlichen Typ. Nein, nein. Hallo. Okay, ja, gib. Hier, nimm es. Jetzt geh. Wenn jemand fragt, du kennst mich nicht. Okay. Wie lange brauchst du noch? Okay. Noch eine ganze Weile höchstwahrscheinlich. Ja gut. Das ist die Pokémon-Arena. Fies. Fies, man braucht sehr Schneider. Oh, ich darf noch nicht gehen. Okay. Fies. Na gut, dann gehen wir erstmal nach Norden. Weil ich glaube, hier in der Stadt kannst du nicht so viel machen zurzeit.
Bist du ein Trainer? Ich bin Miri. Oh, noch ein junger Trainer. Möchtest du einen Kampf? Nein. Darf ich Nein sagen oder nicht so? Du stehst auf dem Wasser. Gruselig. Da habe ich natürlich gleich das richtige Pokémon vorne. Oh, oder auch nicht. So, Knilz. Knilz, zeig, was du kannst. Außer angegriffen werden. Wie wäre es, wenn wir mal was anderes als Absorber können? Das wäre schon super. Das wäre super. Also so richtig super. Wow, ich mache ihm gar keinen Schaden. Na dann müssen wir halt... Nein, nicht hauen. Nicht hauen. Hauen ist verboten. Hau nicht Knilz. Das ist daneben gegangen. Ja gut. Nochmal. Hör auf. Nicht mein Pokémon schlagen. So, bepflanzt. Ha. Das ist viel netter als Pokémon zu schlagen, sie zu bepflanzen. Da. Na dann. Ich könnte es auch noch paralysieren, aber ich glaube, das sollte eigentlich nicht nötig sein für so einen blöden Kampf mit so einem blöden Quapsel auf Level 18. Warum bist du auf Level 18? Vieh. Und warum regnet es? Das kann Aquaknarre. Super. Das sollte reichen, das reicht auch. Okay. Auf Wiedersehen. Oh, fies. Baloo hat ein Level Up. Yay. Das ist nicht fies, dass Baloo ein Level Up hat. So, wir tauschen jetzt erstmal und packen, glaube ich, Knilz nach vorne. Ach, wir haben ja nur noch zwei Level. Zwei Pokémon auf Level 16. Die müssen wir hochbringen. Würde ich mal sagen. Komm mit, Knilz. Da ist ein Angler. Hey, ich versuche mich zu konzentrieren und Fische zu fangen. Warum kämpfst du dann gegen mich? Das ist kontraproduktiv, würde ich sagen. Carpador. Hecke. Toll. Wie viel Schaden mache ich so einem Carpador? Ach, okay. Hälfte. Dann ist er schon mal gut. Hecke. Du machst mir nicht mal genug Schaden. Ich heile mich immer wieder voll. Fies, es tut mir leid, Carpador. Tut mir sehr leid. Leider geben Carpador auch gar keine XP, also so gar nicht. Yay, Tackle. Also leveln kann man an Carpador eher weniger, würde ich mal sagen. Und mit weniger meine ich gar nicht. Autsch. Ja gut, das war's mit dir, Carpador. Auf Wiedersehen. Danke für nichts. Auf Wiedersehen. Level up? Yay, aber es gab ein Level up mit dem Carpador. Oh ja, oh. Endlich! Was Besseres als Absorber. Wie viel macht das? 40? Das macht doppelt so viel Schaden. Das ist doch schon mal was. Und mit Step macht 60 Schaden. Nein, das war nicht... Der tollste Kampf. Ich habe schon bessere gesehen, glaub mir. Hi. Möchtest du kämpfen? Ja. Ja, bitte. Doppelkampf ist immer cool. Was habt ihr denn dabei? Okay. Wieso und Zigzagoon. Schauen wir mal. Oh Mann, setzen die beide Heuler ein? Was ist denn los mit euch? In einem Doppelkampf muss man nicht die gleiche Attacke einsetzen wie der andere. Darum geht es in einem Doppelkampf. Nicht das gleiche einzusetzen. Bitte. Hat nicht mal getroffen. Fies. Das tut mir leid für die beiden. So und so. Das sollte reichen. Fies. Ruckzucki bis fies. Und nochmal Heuler. Sehr schön. Oder auch nicht. Ich hoffe mal, das reicht jetzt noch. Keiner ein Level Up? Schade. Ein Pokémon haben sie noch. Und das ist ein Pizza. Toll. Pizza kriegen wir dann auch nächste Runde down. Nehme ich mal stark an. So. Ja gut, das macht jetzt nicht so viel Schaden, aber... Ist okay. Irgendwann entwickelt es sich ja und dann wird es cool. Und dann müssen wir uns entscheiden, ob wir lieber
Knilze im Team behalten oder Makuhita? Weil ich brauche ja keine Zweikampf-Pokémon eigentlich, ne? Aber wir sind ja noch ganz am Anfang. Da werden sicher noch coole Pokémon kommen, die wir ins Team aufnehmen. Und dafür wird das Team sicher noch genug umgestellt. Würde ich mal sagen. Keiner ein Level up? Doch. Geht doch. Beide sind Level 17 jetzt. Yay! Damit haben wir sie schon fertig gelevelt. Ach du meine Güte. Die Höhle hatte keinen Trainer und hier sind hunderte davon. Das kann doch nicht normal sein. Wo kommt ihr her? Baseball Caps. Ja, super. Das ist doch nicht normal. Aus welchen Löchern seid ihr gekrochen? Damit habe ich halt nicht wirklich Chance dagegen, weil es nicht so richtig angreifen kann, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Toll. Hast du meine Verteidigung gesenkt? Ich hoffe, du bist stolz auf dich. Oh, One-Hit, sehr schön. Ich glaube, ich muss was anderes nach vorne tun als Knilz. Wobei, wenn wieder Wasser-Pokémon kommen, ist Knilz natürlich super. Ne? Du siehst aus wie ein Käfersammler. Ich habe aber keine Lust. Du bräuchtest wirklich eine Freundin. Na, das ist schön für dich. Aber das wirst du mit deinen Käfer-Pokémon wahrscheinlich eher nicht... Oh, Nynkada. Wenn das dann mal sich schon entwickelt, ist das sicher cool. Wir müssen auch noch das Ei ausbrüten. Aber das wird sich schon ausbrüten, wenn wir hier die ganze Zeit durch die Gegend laufen, würde ich sagen. Es kann Härtner. Kein Wunder, dass du keine Freundin hast. Jetzt kann ich das auch gut verstehen. Mit so einem blöden Härtner die ganze Zeit. Wow, Blutsauger. Ich hoffe für dich, es entwickelt sich bald. Dann wird das sicher besser. Gecrittet sogar, wow. Okay. Und das gibt ein Level-Up für mich. Sehr schön, Level 20. Nein, nein, nein. Tut mir leid für dich. Da ist noch ein Angler. Deine Pokémon können mehr als nur Platscher. Ich glaube, ich sollte nicht mehr gegen die Typen kämpfen, die hier angeln. Ah, es ist kein Carpador. Okay, ich dachte schon. Dann ist er gut. Dann ist er gut. Ja, das macht ganz gut Schaden. Ich meine, es könnte besser sein, aber ist okay. Nein, nicht Regentanz. Ah. Ich habe keine Lust, meine Zeit damit zu verschwenden, hier dieses blöde der Regenfeld wegzudrücken. Fies. Aber ich bekomme halt ein Level-Up mit Knilz. Ich weiß gar nicht, auf welchem Level sich Knilz entwickelt, ehrlich gesagt. Nicht mal ansatzweise weiß ich das. Wir werden es rausfinden, wenn es soweit ist, würde ich sagen. Normalerweise weiß ich immer ungefähr, wann sich die Pokémon entwickeln, in welchem Bereich. Aber bei Knilz kann ich das gar nicht einschätzen irgendwie. Hatte ich auch noch nicht so oft im Team. Vor allem nicht in einem Let's Play. In einem Let's Play glaube ich noch gar nie. So, sehr schön. Hat sogar gereicht mit zwei Schlägen. Okay. Sehr schön. Ja, ne? Ja, das war toll. Was ist denn hier los? Warum sind hier so viele Gegner? Ach du meine Güte. Ja, manchmal sieht er die coolsten Sachen unter Wasser. Cool. Wie ein Garados. Das ist kein Garados. Oh, er hat mich eingeschläfert. Vieh. Deswegen heiße ich das Ding. Weil es ständig ein Einschläfer. Das ist so nervig. Ja, schlag mich. Ist schon okay für mich. Super ist das. Super. Aufgewacht. Yay. Hey, guck mal, wie viel Schaden das macht. Sehr schön. Und gleich nochmal. Oh, ich hatte schon Angst. Er schläfert mich nochmal ein. Das wäre es jetzt gewesen. Dann hätte ich angefangen zu weinen oder so, glaube ich. Ist das nervig. Auf Wiedersehen. Danke für alles. Tschüss. Krieg ich ein Level up? Nein, fies. Ja, vielleicht beim nächsten Mal. Vielleicht.
Gut, aber Leute, wisst ihr was? Ich würde sagen, wir beenden hier die heutige Folge, wenn ihr wissen möchtet, wie es weitergeht. Schaltet morgen wieder ein. Bis dahin, macht es gut und tschüss.